Es sind turbulente Zeiten beim Drittliga-Absteiger FSV Zwickau. Viele Baustellen müssen derzeit bewältigt werden. Fast täglich gibt es neue Informationen. Am heutigen Morgen waren die Medienvertreter zu einer Pressekonferenz geladen, um über den aktuellen Stand und vor allem auch personelle Entscheidungen zu sprechen. Noch am vergangenen Freitagabend wurde bekannt gegeben, dass FSV-Trainer Ronny Thielemann, der einen Vertrag für die kommende Spielzeit in der Regionalliga besaß, den Verein verlassen wird. Man einigte sich im beiderseitigen Einvernehmen und ist nun auf der Suche nach einem neuen Trainer oder besser gesagt einem Trainergespann. Denn der bisherige Co-Trainer Robin Lenk wird aus der Funktion des Assistenzcoaches austreten und nun das Amt des sportlichen Leiters beim FSV übernehmen. Das ist korrekt, da freue ich mich drauf. Ich muss dazu sagen, dass ich glaube ich weder in Aue noch in Zwickau ein normaler Co-Trainer war. Also gerade in Aue war ich ja an jeder Trainerentscheidungsfindungskommission mit dabei, genauso was die Spieler betrifft. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass ich in meiner neuen Rolle dem FSV so auch besser weiterhelfen kann. Was werden denn jetzt die ganz großen, die neuen Herausforderungen für dich sein? Na, Fakt ist, wir brauchen dringend einen neuen Trainer, wir brauchen neue Spieler. Dafür haben wir nicht mehr genügend Zeit. Wir haben jetzt die letzte Woche schon angefangen, viele Gespräche zu führen, viele Telefonate zu führen. Die ersten 3, 4 Tage sind da sehr, sehr vernünftig angelaufen. Es gab da ein sehr, sehr gutes Feedback. So, und das wird jetzt auch der Hauptschwerpunkt der nächsten Wochen sein, dass wir viele Gespräche führen, viele Spieler hier einladen. Natürlich auch die Trainerfrage schnellstmöglich muss ja geklärt werden. Und ich glaube, dass wir da auch auf einem sehr vernünftigen Weg sind. Ganz wichtig sind euch natürlich auch wieder die Fans. Zu 100%. Also das kann man nur noch mal betonen. Wie fair sich die Fans in dem Abstiegsjahr verhalten haben, das ist nicht selbstverständlich. Wenn ich mir die Relegationsspiele angeschaut habe, was da zum Teil los war. Von daher können wir auf unsere Fans sehr, sehr stolz sein. Und das ist ein absolut großer Faustpfand für den Verein. Neben Trainer Ronny Thielemann informierte der Verein zudem über weitere bisherige Verantwortungsträger, die ab nun an nicht mehr für den FSV Zwickau tätig sein werden. Das sind neben Vorstandssprecher Frank Fischer auch die Aufsichtsräte Ingo Kursawe, Dr. Wolfgang Elsel und Marco Hölzel. Die treuen Anhänger des Vereins können sich sicher noch an das letzte Heimspiel gegen 1860 München erinnern. Ein langjähriger Spieler des FSV verabschiedete sich unter Tränen bei den Fans. Gern wollte er auch weiterhin in den rot-weißen Farben für die Schwäne auflaufen, mit ihm wurde jedoch zum damaligen Stand nicht geplant. Nun die Kehrtwende, Mike Könnecke bleibt auch in der kommenden Saison ein Rot-Weißer. Ja, zum Glück. Ich muss sagen, wie du schon gesagt hast, es waren wirklich sehr komische Zeiten und sehr durcheinander. Aber jetzt geht es endlich nach vorne. Wir können jetzt aufräumen, sage ich mal. Fangen vielleicht auch komplett neu an. Vielleicht auch nicht schlecht für den Verein. Ja, ich freue mich jetzt, wieder hier zu sein, dass die Rolle rückwärts gemacht wurde quasi in meiner Personalie. Ja, ich freue mich auf den Neuanfang. Ich bin bereit und ja, können Gas geben. Wir haben es heute schon gehört, die Mannschaft muss natürlich erstmal gefunden werden. Worin siehst du deine Rolle, ganz besonders als erfahrener Spieler? Ja, als erfahrener Spieler sollte man natürlich vorne weggehen, die jungen Spieler quasi mit an die Hand nehmen und sie führen. Und das ist ganz klar meine Aufgabe, die will ich auch übernehmen. Und darauf freue ich mich auch. Ist auch neu für mich, muss ich sagen, dass wahrscheinlich so eine komplett neue und junge Mannschaft da sein wird. Aber es ist eine schöne Aufgabe und ja, auch für die bin ich jetzt bereit. Du trägst auf deinem Rücken einen wunderschönen Satz, Fußball gehört den Fans. Ja, das sehe ich ganz genau so. Vor allem unseren Fans, mit denen ich noch vor ein paar Wochen zusammen geweint habe, hier hinter der Tribüne. Und ja, das ist was Besonderes. Da bin ich mir auch sicher, das gibt es nicht oft sowas. Und darauf bin ich stolz und dankbar. Und ich möchte den Fans auch natürlich auf dem Platz wieder was zurückgeben. Der Plan für die kommenden Tage und Wochen lautet nun zuallererst, die Finanzlücke vollständig zu schließen. Dies betonte am heutigen Tage der Geschäftsführer des FSV Zwickau, Marvin Klotzkowski, noch einmal sehr deutlich. Dieses Ziel hat nun oberste Priorität. Von Seiten der Sponsoren erhielt der Verein bisher durchweg positive Rückmeldungen, sodass man guter Dinge ist, gemeinsam mit regionalen Partnern aus der finanziellen Schieflage wieder herauszukommen.
Natürlich schaut man sich parallel auch auf dem Trainer- und Spielermarkt um, denn am ersten Trainingstag muss natürlich ein Trainergespann da sein, welches vor allem auch mit einer recht jungen Mannschaft umgehen kann. In der kommenden Woche soll es dann weitere Informationen geben. Wir bleiben dran.